Hallo und herzlich willkommen zu Tomb Raider Let's Play. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir beginnen jetzt einfach mal ein neues Spiel. Das löschen wir mal. Ja, Entschuldigung. Und starten wir jetzt mal auf normal und in den Filmsequenzen werde ich am besten einfach nicht reden, dass ihr alles versteht. Bis gleich. Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. In unseren dunkelsten Stunden. Hilfe! Wenn das Leben an uns vorüberzieht, finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Das uns weitermachen lässt. Und so fängt unser Let's Play an. Wir hängen kopfüber von der Decke in irgendeiner Grotte. Wir sind in irgendeinen Laken eingewickelt und müssen versuchen zu entkommen. Dazu sollen wir uns irgendwie hin und her schwingen. Ja. Und vermutlich sollen wir jetzt hier rechts und links hin und her schwingen und dieses Laken verbrennen, sodass sich dieses Laken auflöst und wir zu Boden fallen. Und irgendwie bin ich gerade viel zu blöd dafür. Und ja, jetzt. Okay, tut das weh. Nicht drauf fallen. Ah, schade. Boah, es tut immer gleich viel weh, wenn man das anschaut. Und jetzt müssen wir es auch noch rausziehen, boah, arme Lara. Ah.
so viel Willen hat, dass sie noch laufen und rennen können. Das vor allem, ich hätte da zu viel Angst, mich zu bewegen, weil da so viele Knochen auf dem Boden sind. Oh Mann, dieser Mensch da vorne. Was ist das hier? Das ist aber keine von der Crew, dafür ist die zu blass. Naja, immerhin. Oh, dann gehen wir einfach mal weiter. Jetzt können wir irgendwann was sehen. Und interagieren mit X. Dann fackeln wir das mal an und gucken, was passiert. Gut, können wir einfach mal weitergehen. Hier scheint es irgendwie nass. Die Luft dann nass. Gucken. Oh, verdammt! Irgendwie ein Spalt oder so. Und da können wir das Feuer wieder anmachen. Und da können wir laden. Das war laut. Oh, gut. Vielleicht hilft das uns jetzt willkommen. So. Das ist so krass. Das wird dann mal entflammt. Mal schauen. Oh, schön. Jetzt gucken wir uns. Gut, dann fahren wir mal den Weg weiter unter diesem Stein, der da fast hinabgestürzt wäre. Oh mein Gott, was ist das für ein Mann? Mann mit dem Rucksack? Ist das unser Entführer? Oder ist das ein Opfer, das durchgedreht ist? Natürlich will er mir helfen. Und deswegen komme ich auch auf jeden Fall zurück. Nein, nein, wir gehen weiter, weiter. Und versuchen das Feuer anzuhalten. Sonst sind wir, glaube ich, ziemlich verloren, weil das so dunkel ist. Und gut, Lara schwimmen. Und gehen nicht drauf. Und steigt. Ja klar. Plötzlich so starkes Gefälle ist dann. Mhm. Gut, wir hinausfinden. Da geht's nicht weiter. Unterm Wasserfall geht's weiter. Und hier können wir Feuer anmachen. Da vorne sind die Laken. Die können wir auch wieder anzünden. Und die Plastikseile hier irgendwo irgendwie brennen. Da geht's weiter. Gut. Und dann fällt das komische Ding für uns runter. Gehen wir mal nach oben. Da können wir nicht raus. Dann springen wir einfach mal auf das Ding hier. Das haben wir eben nach oben gehoben. Und dann fallen die Büchsen da rein. Und gehen wir mal da oben, wo die Büchsen reingefallen sind. Und los. Ah, hier sind die Flammen auch noch hinten. Okay. Anzünden und treten. Oder schubsen. Und das sind. Ah, wieder Pfeffer. Okay, komm, gehen wir. Lustig. Gut, dass die mir das aushält. Ja, ich muss mehr oder weniger. Ich gehe davon aus, dass die mir aushält. Weiter. Natürlich. Spring. Und nochmal springen. Ja, vor allem nur springen. Ein Boot durch und ein Stein durch. Das schaffen wir. Komm. Yay! Ah. Aber wie hat der Mann es da rausgeschafft? Ich meine, wir haben sie doch vorhin eingeschlossen, oder? Naja, egal. Wieder springen und komm. Ich bin nicht weit genug gesprungen. Und ich packe das runter. Oh, doch, schaffen wir. Komm. Egal. Also ich könnte sowas nicht schaffen, aber was? Weiter. Und noch
nochmal aus. Und nochmal runter. Letzte Meter noch. Und geschafft. Freiheit. Wir sind aus der Höhle raus. Und irgendwo. Auf der Wiese oder so. Oder? Oh, schön. Wie schön das ist. Vögel fliegen. Ein Sturm im Hintergrund. Sonne. Und Brand. Okay, ich würde mal sagen, mit diesem Checkpoint hören wir mal das erste Let's Play von Tomb Raider auf. Ich würde mich freuen, wenn ihr bald wieder zum zweiten Let's Play einschalten würdet. Bis denn.